möchte jetzt einmal zeigen, wie man ganz leicht ein paar Würfelnetze zeichnen kann. Und zwar fange ich an, indem ich ein Quadrat von 1 cm mal 1 cm zeichne, einen schwarzen Rand einzeichne, dann die Fläche mit Weiß fülle und dann hier wieder Liniensteg auf 3 Viertel setze. Und dann fange ich an und dupliziere hier die Flächen und setze die dann mit dem Cursor, mit den Cursor-Tasten entsprechend zusammen. So, jetzt sieht das noch nicht ganz gut aus. Ich gehe hier ein bisschen näher ran. Hier vorne arbeite ich nochmal nach. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt passt auch das gleich. Vielleicht noch einen kleinen Ticken höher. So, das sieht ganz gut aus. Jetzt kann ich das hier einmal markieren und dann auch einmal zusammenfügen und gruppieren. Und dann kann ich diese Figur nehmen und duplizieren. Ich mache mal 3 Stück. Und dann fange ich einfach an bei dem mittleren und setze eine Fläche einfach schnell um und dann kann ich hier auch wieder ein bisschen nacharbeiten und dann beim letzten, das setze ich auch einmal wieder ein bisschen um, nehme ich dann auch wieder eine Seitenfläche und setze die ganz nach unten. Das sieht ganz gut aus und schon habe ich ganz schnell 3 unterschiedliche Würfelnetze produziert. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.